Herzlich willkommen auf Retrobasis. Ich bin Perudo und wir befinden uns noch im Retrozember. Wir sind auf dem Game Boy Color unterwegs und wir spielen Snoopy Tennis. Zuerst wählen wir die Sprache Englisch, denn Französisch und Spanisch sind nicht so meine Stärken. Ja, Snoopy Tennis neben dem normalen Tennis von Nintendo, was ich noch zeigen werde, und dem Mario Tennis, was ja für mich natürlich, das heißt natürlich, also ist einer der besseren Tennis. Auch das klassische Tennis ist ein starkes Tennis hier bei Nintendo. Aber ich mag das Mario Tennis eigentlich ganz gerne, bis auf die Wii U-Fassung. Das ist mir ein bisschen zu wenig Umfang. Ja, wir können auswählen zwischen One-Player, Zwei-Spieler, Championship und den Optionen. Ich würde sagen, wir gucken mal gerade in die Optionen rein. So, da kann man die Matchlänge einstellen. Ein Satz oder drei Sätze. Difficulty, easy, medium, hard. Ah, da guckt der Hund. Das finde ich immer so witzig, wie das so guckt. So, die Positionen können wir halt sagen: Bottom, Top und automatisch. Wir bleiben mal hier bei Bottom. Und ja, dann geht's los quasi mit einem Spieler. Ich bin alleine momentan. Wir haben verschiedene Modi und ja, den normalen Modus, dann haben wir den Power-Modus. Dann müssen wir bestimmte Punkte sammeln gegen die Zeit und natürlich das in Sudden Win, ne, wie Sudden Death sozusagen, und den Squash-Modus. Aber wir bleiben mal beim normalen Modus. Ich möchte ein bisschen Tennis spielen. Wir können hier den Spieler auswählen: Snoopy, Charlie Brown, das ist die Lucy, das ist der Linus, das ist Franklin, das ist Sally, das ist Patty und das ist Schröder. Ich würde sagen, wir nehmen mal sind irgendwie alle nicht so optimal. Nehmen wir mal hier Franklin und Snoopy ist die CPU. Was ich sehr schön finde, hier gibt es verschiedene Spielplätze. Es gibt den Backyard, es gibt den Schoolyard, es gibt den Beach und es gibt Forest. Wir starten mal auf dem Beach. Play. Oben ist Snoopy, der wartet schon auf unseren Aufschlag und es geht direkt los. Ja, eigentlich müsste der im Wasser versinken, der Ball. Achtet auf die guten Soundeffekte. Mir sehr spaßig gemacht. Also es ist ein wirklich ein Fun-Tennis. Was natürlich hier mit den Lizenzfiguren von Charlie Brown sehr gut machen. Also die Peanuts sozusagen. Und Snoopy scheint nicht unbedingt gut auf der oben rechteren Ecke zu sein. Das können wir direkt mal ausnutzen. Ja. Gut, das ist das normale Tennis. Wir machen nochmal ein Sätzchen, also einen Aufschlag mit dem Hund. Oh, nicht so schön. Also Beach ist eigentlich ganz nett gemacht. Dann zeige ich gleich noch kurz die anderen Plätze. Und dann vielleicht auch mal die verschiedenen Modi. Was war jetzt? Warum hat er denn nicht getroffen? Frechheit. Ah, der wird ein bisschen stärker anschieben. Hallo? Nein, Franklin, was machst du denn da? Jawohl. Bisschen verwirrend ist, dass natürlich der Screen wackelt, ne? Also der Gameboy, der hat halt nicht so viel Platz. Und hätte man wahrscheinlich das nur auf ein Bild gemacht, dann hätte man wahrscheinlich auch gemotzt. Deswegen, ich denke mal, ist das eine gute Entscheidung, ein bisschen rechts und links des Bildes wackeln zu lassen. Snoopy scheint ein bisschen zu lernen, weil sein Aufschlag scheint ein bisschen abzuwechseln. Nein! Was war das denn? Das hat eher Vorteil. Das gibt. Okay, das geht das schon mal gar nicht. Ah, okay. Aufladen kann man nicht. So, 1 zu 1 steht es zwischen Franklin und Snoopy.
Und würde sagen, wir quitten mal. Dann zeige ich noch mal ganz kurz einen anderen Yard. Dann nehme ich mal einen Snoopy gegen Charlie Brown, der Klassiker. Backyard ist der, also quasi der Garten sozusagen. Das ist der Schul. Fangen wir mal mit dem Hinterhof aus. Das ist ein Rasenplatz. Ist ja logisch, ne? Im Garten hat man ja meistens Rasen. Oh, Snoopy ist aber doch ganz schön. Oh, der hatte auch doch einiges drauf. Ich weiß noch nicht so ganz genau, was das für Banden da rechts und links sind. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. TTIP oder wie das? Was versteht da? ITP. International Tennis Peanuts? Jawohl. Was natürlich ein bisschen komisch ist, der Hund hat natürlich die gleichen Effekte, Sound, dieses Stöhnen wie die Menschen. Das passt nicht so unbedingt. Und. Jawohl. Ne? Das ist ganz nett. Die Hundehütte im Garten. Ganz nette Geschichte. Der Wald, den finde ich jetzt nicht so schön, ehrlich gesagt. So. Dann beenden wir nochmal dieses Match. Dann zeige ich nochmal ganz kurz den Schulhof. Ein harter Boden. Klassisch. Kann ich mich auch mal gut dran erinnern. Früher. Ah, ETP, das ist anscheinend bei anderen, bei allen Banden, habe ich eben bei dem Beach jetzt gar nicht, wie gesagt, drauf geachtet. Oh, da hat er aber nicht gut geguckt. Da hat der Hund aber nicht aufgepasst. So, und der Vollständigkeit halber noch schnell den Wald. Da sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Forest. Ein Grasplatz. Da ist ein bisschen zu viel Werbung im Hintergrund. Aber dafür haben wir die Banden anscheinend rechts und links nicht. Okay. Mermaid Stupid. Mermaid ist, glaube ich, eine Meerjungfrau. Na, also habe ich nicht gut aufgepasst. Für den Wald finde ich es ein bisschen mager. Durch die Beine durch. Das geht ja schon mal gar nicht. So. Was noch schön ist, sind hier die verschiedenen anderen Modi. Das heißt, dass man Punkte sammeln muss nach der Zeit. Und letztendlich auch hier den Power-Mode. Nehmen wir nochmal den Beach. Satz 1. So, das sind Symbole, so ähnlich wie bei Mario Tennis. Ja, man muss halt auch Tennis noch spielen, ne? Das darf man natürlich nicht vergessen. In all der Gier nach den. Der sammelt das aber anscheinend nicht ein, der. Warum kriegt der die ganzen Specials, der blöde Braun? Ja, verdammt. Nee, also wie gesagt, Beach ist zurzeit immer noch mein liebster Platz. Ja, toll. Jetzt habe ich ein Special bekommen, aber schon den Punkt gemacht. Blöder Computer. Der Computer scheint ja aber nicht einzusammeln. Ah, verdammt. So. Wir nähern uns unserem Ende der Zeit und jetzt machen wir noch schnell ein Punkterennen. Wir nehmen nochmal den
Goliath. Play. Na, und? Wie gesagt, ne? 0 zu 1 ist halt der Klassiker. Ich glaube, das kommt bei Mario Tennis, kommt das, glaube ich, kommt das da auch vor? Ich kann mich ja nicht mehr daran erinnern. Also die Wii U-Version jetzt. Oben links läuft die Zeit ab. Ich denke, das ist... Das ist der Klassiker. Und dann gibt es noch den Sudden Win und den Squash-Modus. Play. Play. Aber, Entschuldigung. Aber hier wird wieder klassisch, na. Es klappt das nicht so, wie ich es wollte. Ja. Der macht hier voll die Slices, der. Ja, das ist halt, wie gesagt, der Squash-Modus. Ja, wenn man möchte, aber ich, wie gesagt, finde das jetzt nicht unbedingt, was man haben muss. Gehen wir nochmal in den Wald. Im letzten Modus. Und dann sage ich schon mal, danke fürs Zugucken. Ich weiß gar nicht, dieser Sudden Win Modus, wie viel man da spielen muss. Spielen wir mal den Satz zu Ende. Und dann war es auch mit Snoopy Tennis. Ich sag schon mal Tschüss. Und denk dran, ab und zu mal auch vielleicht meinen Retro-Basis-Adventskalender reinzugucken. Werbung, Werbung, Werbung. Wollte ich eigentlich nicht mehr machen, aber macht Spaß. Jetzt reicht's aber. Nein! Was macht ihr denn? Snoopy, du blöder Hund. Oh, super. Na komm. Oh, da war aber knapp, dass er noch drin war. Uiuiuiui. So, Spielball. Ja. Und hoffentlich seid ihr morgen wieder dabei beim Adventskalender und bei Retrozember. Retrozember immer abends 18 Uhr und der Adventskalender morgens um 6. Sofern Videos verfügbar sind, ich bemühe mich. Der ist aber ziemlich anstrengend, dieser Charlie Brown. Ich bin auf den Nein, das habe ich daneben. Oh, wie blöd. Deuce. 40 beide. Jawoll. Das war mal... Nein! Nein! Das darf der nicht gewinnen. Nein, das gibt's gar nicht. Ach, das ist ja nicht möglich. Ja, danke fürs Zugucken. Dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss.